Oh, also Sport macht er keinen, aber Essen tut er gern und Essen tut er gern. There's a huge problem behind it, I guess. Hallo Freundinnen des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute ist es endlich wieder soweit. Die neue Prince Charming Staffel startet. Ich glaube, es ist Staffel Nummer 4 und ich werde natürlich wieder jede Woche die Folgen analysieren und in ihre Einzelteile zerlegen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert gerne den Channel, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht, auch wenn ich ein wenig gemischte Gefühle hatte, wenn ich ehrlich bin. Es gibt nämlich so ein paar Gerüchte um den Prinzen. Den werden wir in der ersten Folge heute kennenlernen, genauso wie die Kandidaten. Und die Gerüchte werde ich auch thematisieren, aber erst wenn der Prinz vorgestellt wird. Ich bin Fabian und ich bin der neue Prinz Charming. It's just a thing of beauty. Ich möchte nämlich gar nicht so lange schnacken. Ich bin nämlich sehr aufgeregt und wir haben heute sehr viel vor. Wir haben 20 Männer kennenzulernen, Leute. Deswegen nicht lang schnacken, wir starten rein. Es geht los mit den Kandidaten auf einem Partyboot. 21 Männer, die die große Liebe suchen. Gemeinsam sind sie auf dem Weg in die Villa. Doch nur einer von ihnen kann am Ende das Herz von Prince Charming erobern. Ja, dann kommen wir doch gleich zum ersten Kandidaten, würde ich sagen. Ich bin der Alessandro, bin 29 Jahre alt. Und also ich bin ursprünglich aus Italien. Ich bin aber in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Ich liebe die Musikredaktion da hinten dran, ne? Dass die Alessandro von Lady Gaga spielen. I mean, it's my kind of humor. Ich würde definitiv sagen schon, dass ich sehr heißblütig bin. Oho. Ich suche nach meinem Prince Charming, dem Mr. Perfect, und dass man sich wirklich ein Leben zusammen aufbaut. Dass man sagt, okay, man hat jetzt ein kleines Häuschen, man tut sich irgendwann vielleicht einen Hund zu. Also sehr klassisch, ne? Katzen ist nicht so meins. Es gibt Leute, die haben einfach keinen Geschmack, ja. Wenn er nicht mit der Katze kommt, wäre gut. Leute, das finde ich eine sehr schwierige Aussage. Jetzt kommt die ganze Truppe, Leute. Wir scheißen auf die Hater. Ich bin der Alex, ich bin 31, komme aus dem wunderschönen Duisburg. Ich habe mich halt relativ spät geoutet, mit 27. Also bevor ich mich geoutet habe, war ich in einer heterosexuellen Beziehung mit meiner Ex-Freundin. Wir waren auch relativ lange zusammen. Das ist krass, wenn man sich überlegt, dass es sehr vielen Menschen so geht, dass sie quasi in Hetero-Beziehungen sind, obwohl sie das eigentlich gar nicht so fühlen. Aber weil man es eben so gelernt hat und vielleicht auch keine Vorbilder früher hat. Deswegen ist es auch so wichtig, dass solche Sendungen existieren, damit man eben mehr Repräsentation hat. Irgendwann war halt der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich kann das so jetzt, wie es aktuell ist, nicht weitermachen. Als es raus war, habe ich gedacht, okay, jetzt geht das richtige Leben los, jetzt kann ich so sein, wie ich eigentlich wirklich bin. Was kommt und ja, will alles mitnehmen, was geht. Ja, dann erstmal mal Prince Charming bewerben, ne? Ich bin 23 Jahre alt, ich wohne in Köln. Wenn einer aus Köln dabei gewesen wäre, wäre ich auch wirklich enttäuscht gewesen. Ich habe brasilianische Wurzeln, deshalb bin ich auch wahrscheinlich sehr temperamentvoll. I doubt it, dass er wegen den brasilianischen Wurzeln so ist. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Ah, da werden direkt die Eiswürfel aneinander gerieben. Also ich bin Dennis, bin 28 Jahre alt. Beruflich bin ich in der Grafiktechnik. Doch schon sehr nerdy unterwegs. Ah. Die Redaktion so, ach, der ist nerdy. Dann nehmen wir so ganz viele Gaming-Controller und legen so einen Kreis um den rum. Und dann spielt er so mit dem Gaming-Controller. He's nerdy. Ich sag immer, dass ich so ein bisschen unter Romantik leide. Oh nein, warum leiden? Hi. Ich bin Alex, bin 30 Jahre alt, wohne in Berlin und arbeite als Social Media Manager beim Radio. Ich wollte gerade sagen, der ist mir sympathisch. Ich bin ein aufgeschlossener Typ, der alle zum Lachen bringt. Ja, dann sollte er doch Comedy machen. Ich habe mit Stand-up-Comedy angefangen, vor so einem Dreivierteljahr. Lol. So, ich würde sagen, es ist Zeit für den Prinzen, oder? Ich bin Fabian, 32 Jahre alt und bin der neue Prince Charming. Ich bin seit knapp 5 Jahren Single. Single! Weil ich mich erstmal bewusst austoben wollte und etwas ausprobieren wollte. Der wollte einfach ein bisschen durch die Weltgeschichte bumsen, Leute. Entschuldigung. Ist voll okay.
One-Night-Stands habe ich in der Vergangenheit öfter gemacht. So dieses typische, man nimmt jemanden vom Club nach Hause. Inzwischen ist es nicht mehr so meins, weil ich finde, es fehlt die Nachhaltigkeit und ist auch das Gefühl so, die Person ist weg und ich habe eigentlich gar keine Bindung dazu. Und Nachhaltigkeit ist ja 2022 einfach ein wichtiges Thema. Nee, Spaß beiseite, Leute. Ich wollte jetzt kurz auf die Gerüchte zu sprechen kommen, bevor wir jetzt weiter uns den Prinzen angucken. Weil auf TikTok ging ein Video viral, was mir auch zugeschickt wurde, wo über den Prinzen gesagt wurde, dass er wohl in der Vergangenheit auf einer Dating-Plattform in seiner Bio drin stehen gehabt hätte. No Femmes, No Fats, No Asians. Ich frage mich aber immer, wer diese Leute castet. Das kann ich vielleicht beantworten. Ich bin letztes Jahr bis in die letzte Runde vom Prince Charming Casting gekommen. Und laut Casting werden die Kandidaten am Ende danach ausgewählt, wie gut sie zu den Prinzen passen. Und lustigerweise habe ich mit Fabian in der gleichen Firma zusammengearbeitet. Deshalb habe ich ihn oft auf Grindr gesehen. Und seine Grindr-Bio hat oft gesagt, No Fats, No Femmes, No Asians. Und deshalb gibt es wahrscheinlich keine People of Color bei Prince Charming. Was übersetzt bedeutet, keine Femininen, keine Fetten und keine Asiaten. Es ist natürlich auch nur ein Gerücht. Das heißt, wir wissen nicht, ob es stimmt, weil der Prinz sich dazu auch noch nicht geäußert hat. Aber ich weiß, dass solche Formulierungen auf alle Fälle keine Seltenheit auf schwulen Dating-Plattformen sind, leider. Weil es einfach innerhalb der Community schon auch Probleme gibt, die auch oftmals nicht so gerne angesprochen werden. Fettfeindlichkeit zum Beispiel ist ein riesengroßes Thema in der Gay-Community. Vor allem in der schwulen Szene ist es wirklich so, dass dieser Druck, immer perfekt auszusehen und durchtrainiert zu sein, immens hoch ist bei sehr vielen. Und No Asians ist natürlich rassistischer Natur. Da habe ich jetzt auch manche sagen gehört, man kann ja nichts für seine Vorlieben. Und wenn man einfach nicht auf AsiatInnen steht, dann ist das halt so. Und ja, man kann nichts für seine Vorlieben, aber das bedeutet nicht, dass diese Vorlieben nicht auf rassistischen Strukturen beruhen oder dass es daraus kommt. Und es ist leider so, dass wir einfach in einer Gesellschaft aufwachsen, die auf rassistischen Strukturen beruht oder darauf aufgebaut ist. Und das hat uns natürlich auch alle beeinflusst. Bei vielen ist die Awareness dazu aber auch einfach nicht da. Ich habe auch innerhalb dieses Kontextes Begriffe gehört wie Rassismus gegen Weiße. Spoiler Alert, den gibt's nicht. Ich glaube, viele fühlen sich einfach angegriffen, wenn man sagt, das ist rassistisch, wenn sie sich selber darin wiedererkennen. Wir haben aber alle Rassismus in uns verinnerlicht, weil wir eben so aufgewachsen und sozialisiert wurden. Deswegen, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, muss man einfach feststellen, okay, das ist rassistisch. Und da liegt es natürlich an einem selber, ob man das hinterfragen möchte. Wenn man halt so sein will, kann man so sein. Da muss man sich halt fragen, was man für ein Mensch ist. Ne? Oder ja, das waren jetzt meine 5 Cents dazu und wir machen weiter. Ich versuche da jetzt, solange das auch nicht geklärt ist, unvoreingenommen ranzugehen. Als sich meine Eltern geschieden haben und hatte so dieses zwei Menschen binden sich eigentlich auch nie so richtig erlebt in der Familie. Ich finde es mega schön, dass der Prinz direkt von seinen familiären Grundstrukturen erzählt. Weil das natürlich auch schon so ein bisschen darüber aussagt, wie er aufgewachsen ist. Und es ist ganz typisch, dass die Beziehungsmuster, die man eben früher vorgelebt bekommt, auch so für sich erstmal übernimmt, das als die Wahrheit annimmt, weil man ja das so gelernt hat. Das ist natürlich etwas, was sehr schade ist für mich selbst, weil ich glaube, dass das Leben viel mehr bringen kann und auch die Liebe viel mehr bringen kann. Wegen der Scheidung meiner Eltern war ich früher sehr strikt dagegen, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Ich habe daran nicht geglaubt. War einiges gedreht und ich finde Kinder wahnsinnig bereichernd. Mit dem richtigen Partner könnte ich mir das vorstellen. Und hier sieht man auch, dass man so erlernte Muster, die man halt von früher übernommen hat, eigentlich genauso wie jetzt bei Rassismus oder irgendwas anderem, dass man die auch wieder umlernen kann. Also dass Dinge, die vielleicht einem selber schaden oder vielleicht auch anderen schaden, dass man die umlernen kann. Und das ist doch mega schön. Schöne Momente für mich an einer Beziehung sind Momente der Geborgenheit. Sich wirklich zärtlich auf einen Partner einlassen. Dass ich einen Partner habe, der gleichzeitig auch mein bester Freund ist. Ja, ich glaube, das ist das, was man sich halt so ultimativ wünscht. Ne? Wir haben auch schon krasse Ansprüche an Partnerschaften, aber ich verstehe es, weil ich es auch so haben wollen würde. Ich bin im Management eines weltweiten Technologiekonzerns. Oh, im Management. Wir hatten früher überhaupt kein Geld und konnten uns leider nichts leisten, nicht mal wirklich Klassenausflüge und das hat mich sehr geprägt. Ich finde es richtig doll schön, dass der Prinz sich direkt so öffnet. Deswegen ist das Reisen eines der wichtigsten Sachen in meinem Leben, weil ich es liebe, neue Eindrücke zu bekommen und in neuen Kulturen zu sein. Ich habe wirklich schon alles gemacht, was man machen kann. Backpack, quer durch Südostasien. Mir ist es sehr wichtig, dass mein Partner auch gerne reist, denn es ist eine meiner größten Hobbys und ich möchte natürlich auch gerne Hobbys mit meinem Partner teilen. Ja, er ist natürlich auch sportlich, Leute, ist ja klar.
Sport hat einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben, weil ich einfach glaube, dass in einem gesunden Körper und ein gesunder Geist auch eine gesunde Seele steckt. Ich war früher ein bisschen pummelig und wurde deswegen gehänselt. Hier haben wir auch wieder die Erfahrungswerte zur fettfeindlichen Gesellschaft. Weil er pummelig wurde, wurde er gehänselt. Ich habe dann Initiative ergriffen und das Joggen angefangen und hatte auch mit 14 meinen ersten Halbmarathon. Ich habe durch meinen Sport sehr gut Selbstbewusstsein aufbauen können und das hat mich gestärkt für die Zukunft. Sport kann natürlich schon auch helfen, sein Selbstbewusstsein zu steigern, auf alle Fälle. Es ist halt immer so diese Erfolgsgeschichte. Er war pummelig und dann wurde er sportlich und dann war er ein erfolgreicher Mann. Muss nicht so sein, Leute. Ne? Also ich bin Dennis, 27 Jahre alt. Ich komme aus Bergisch Gladbach, quasi der Nachbar von Heidi Klum. Ich habe immer so das Gefühl, die Identifikation von Bergisch Gladbach ist Heidi Klum. Aber man kann sich's merken. Verdammt, man keine Männer kennt. Nee, da gibt's keine schwulen Männer. Ich hätte gern einen Partner an meiner Seite, der das Reisen genauso interessant findet wie ich. Also das Reisen passt dann ja schon mal super. Ich bin Manu, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin bald fertiger, examinierter Jurist. Ich habe immer einen krassen Respekt vor JuristInnen, weil das Fach so unfassbar trocken ist. Des Weiteren verdiene ich mir ein bisschen Geld nebenbei als Fitnesstrainer und ich mache eigentlich fast immer Sport. Es gab auch Zeiten, da war ich jeden Tag joggen. Jeden Tag ist viel, sehr viel. Not bad, not bad. Hi, ich bin Marcel. Hi. Ich bin 24 Jahre alt. Klischee-erfüllend bin ich in der Beauty-Branche als Friseur tätig. Okay. And I didn't came to play, I came to win. Das kann der jetzt schon sagen, obwohl er den Prinzen noch nie gesehen hat. Marcel's a badass bitch. Ich polarisiere auch sehr gerne in diversen Situationen sehr hoch, werde dann noch ein bisschen zickig. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gesagt. Wenn mir ein Mann gefällt, kämpfe ich auch um diesen, koste es, was es wolle. Okay. Ich bin Joel, ich bin 24, meine Pronomen sind er und ihn. Ich find's richtig cute, dass er direkt die Pronomen sagt. Da weiß man so, der Mann ist vielleicht ein bisschen aufgeklärt. Mein Coming-out gab es eigentlich gar nicht. Die beste Freundin meiner Mom ist mit einem rosa Strampler zu meiner Geburt gekommen und ich war das schon ein Zeichen. Also ich gehe davon aus, wenn er die Pronomen benutzt, ist das jetzt eher so ironisch gemeint. Es ist ja klar, dass heterosexuelle Männer kein Rosa tragen. Lustiges, unnützes Wissen übrigens. Früher galt man als besonders männlich als Mann, wenn man Rosa getragen hat, weil Rosa nämlich die Farbe des Fleisches ist. Und man ist ja besonders männlich, wenn man ganz viel Fleisch isst. Ja, also ich empfinde mich selber als sehr gut aussehend. Ja. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen Selbstbewusstsein und Selbstverliebtheit. Ich habe oft das Gefühl, dass Menschen, die das so doll betonen, dass sie sich so gut aussehen finden, dass da in anderen Bereichen eine dolle Unsicherheit besteht, weil sonst würden sie ja nicht diese Äußerlichkeit so doll betonen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, da fehlt der Prinz. Sie den Kopf verdreht bekommen von mir. Gott, ich komme locker richtig arrogant darüber. Ja, ein bisschen, aber gut. Er ist wenigstens so reflektiert, um es selbst zu checken. Wahrscheinlich haben die auch irgendwelche Fragen gestellt, genau in diese Richtung. Weil er sieht ja auch gut aus, ne? Muss man ja auch sagen. Ich bin Basti, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere Modemanagement. Und als Model bin ich auch unterwegs, ist halt schon so ein kleiner Traum von mir, dass man dann irgendwie vielleicht mal auf der Pariser Fashion Week laufen darf. Na gut, wenn der als Model arbeitet, dann ist er natürlich auch super fokussiert aufs Aussehen, ne? Eine Familie als sehr konservativ beschreiben, also typisch russlanddeutsch. Ich habe meiner Mama tatsächlich am Tag meiner Abreise erst gesagt, dass ich auf Männer stehe. Die war da nicht so begeistert von. Und mein Papa weiß es immer noch nicht. Der ist halt da auch noch mal ein bisschen strenger. What? Ach krass. Vor allem, wenn man so einen Background hat, so einen Family-Background, in so eine Show zu gehen, das ist noch mal voll der Step, finde ich. Für diese Person wahrscheinlich, ja. Ich denke, dass es wichtig ist, eigene Wege zu gehen und dass man sein Leben nicht von den Eltern abhängig machen soll. Ja, ich finde, das ist voll der krasse Punkt, vor allem wenn man eben in einem Elternhaus aufwächst, wo man das Gefühl hat, man müsste so sein, wie die Eltern einen haben wollen. Jetzt mag ich ihn doch. Ich habe so mit 13, 14 in der Pubertät gemerkt, dass sich Männer anziehen. Ich weiß noch so im Sommer mit kurzen Hosen, da konnte ich gar nicht mehr wegschauen. Ich fand behaarte Beine ja extrem sexy, ne?
Frauen können auch behaarte Beine haben, du. Für mich war es keine schöne Zeit zu erkennen, dass ich schwul bin, weil ich sehr viel Angst hatte vor diesem Prozess. Und ich habe es für mich sehr lang verleugnet. Oh, ich finde so Outing-Geschichten immer mega berührend, Leute. Ich habe mein Schwulsein teilweise überkompensiert, indem ich mich mehr auf Frauen fokussiert habe, auch sehr viel mit Frauen geknutscht habe. Aber als ich ein Praktikum in New York gemacht habe, habe ich ganz tolle schwule Vorbilder kennengelernt, die mich ermutigt haben, mich zu outen. Das finde ich mega schön. Das ist ganz oft so, dass man dann überkompensiert, wenn man es so wegstoßen will von sich. Das Outing bei Familie und Freunden war wirklich wunderschön. Und ich wurde von jedem Einzelnen extrem herzlich im Arm genommen und wurde gesagt, dass alles okay ist. Schön. Verliebt sein ist ein wunderschönes Gefühl. Ich merke es total, dass ich extrem gut drauf bin, immer egal, was um mich herum ist. Ich finde, es ist ein bisschen Adrenalin und Kribbeln, wenn man nicht genau weiß, worauf es hinausläuft am Anfang. So dieser Reiz zwischen Nähe und Distanz. Ich finde das voll spannend, weil das super viele immer sagen, dass sie diese Kennenlernphase und auch wenn man noch nicht so richtig weiß, ob die andere Person einen auch mag, dass sie das immer so als spannend empfinden. Ich finde eigentlich die Zeit danach, wenn man so weiß, die andere Person mag, die finde ich viel schöner. Wo man sich so sicher fühlen kann. Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Oft ist es so, dass ich selber eher jage. Und in dem Sinn ist es auch mal schön, einfach nur dazustehen, um erobert zu werden. Bei einem Mann achte ich vor allem auf Sympathie und Ausstrahlung. Das Schlimmste, das mir hier passieren könnte, wäre bestimmt, dass ich in die Villa komme und mich keiner will. Und die alle nur miteinander selber rummachen. Ja, das ist halt immer die Gefahr bei Queer-Dating-Shows, ne? That's what we came for. Kommen wir wieder zurück zu den Kandidaten. Mein Name ist Johnny, ich bin 26 Jahre alt und ich bin jetzt knapp über 4 Jahre Single. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig, wenn man natürlich nur das Äußere von mir sieht, was einfach diese Bad Bitch Moves hat und nicht aber das Innerliche sieht. Steht auf diesem Fächer Luxus Bitch. Sieht. Ah, irgendwie finde ich es so lustig, ne? Irgendwie finde ich den auch sympathisch. Mein Name ist Manuel, ich bin 33 Jahre jung und wohne jetzt seit 1,5 Jahren im wunderschönen Köln. Ich bin Karnevalist, komme gebürtig aus Bayern, das heißt, ich gehe auch gerne aufs Oktoberfest. Der nimmt einfach jedes Fest mit, was existiert, würde ich sagen. Prince Charming 22, ich freue mich drauf. Ja, da freuen wir uns doch auch, ich bin gespannt. Ich bin der Thomas, ich bin 33 Jahre alt. Kommt er auch aus Bayern? Ich komme aus dem wunderschönen Salzburg. Aus Salzburg, Entschuldigung. Ich komme eigentlich sehr gut bei den Männern an, soweit ich es beurteilen kann. Heteromänner reagieren auch auf mich. Heteromänner reagieren auch auf ihn? Wie darf man das jetzt verstehen? Tatsächlich glauben die meisten, dass ich mehr ein Macho-Man bin und eher so ein Draufgänger bin und so ein Fuckboy oder so. Aber ist er nicht? Kann ich nicht so bestätigen. Gut. Der Prinz könnte sich bei mir freuen, jemanden kennenzulernen, der richtig aufrichtig ist. Oh Gott, diese Einspieler, ne? I can no more. Ehrlich und der weiß, was er will und auch dafür kämpft und eben alles dafür geben kann. Was haben die denn alle immer mit dem Kämpfen? Ich finde, Liebe und Kämpfen, das passt für mich irgendwie nicht so richtig zusammen. I don't know. Oh my God. Yes. Wow. Welcome oh, nice. To my home. Oh my God. Wow. Wir ziehen jetzt in die Villa ein. Ich lieb's. Und das lieben wir. Good morning, guys. Welcome to the bar, to my bar. Ja, natürlich gibt's erstmal Alkohol, Leute, ne? Trinken wir noch einen oder gefalle ich dir schon? Okay, er ist bei Alkoholismus richtig am Start. Ich bin der Nico, ich bin 25 Jahre alt. Ja, also das Feiern. Also ich würde sagen, ich bin tatsächlich schon Expert-Level-Pro. Ach so. Von irgendwie Heteroschlager bis Gay-Pop finde ich voll geil. Bei Heteroschlager wäre ich raus. Ich bin offen für alles. Und deswegen, also wenn der Prinz jetzt eine kleine Schmuddelkatze ist, dann werden wir uns da bestimmt arrangieren können. Ja, vielleicht nicht nur Experte im Feiern. Ich will nicht sagen, dass ich der 9-to-5-Traummann bin, aber im Backen bin ich geil. Was, im Backen? Hat er im Backen gesagt? Aber im Backen bin ich geil.
Wisst ihr, sonst machen die immer so krasse thematische Einspieler. Und bei Backen, da wären mir jetzt ganz viele Cringe-Einspieler eingefallen. Mit irgendwie Sahnehäufchen kreieren oder so auf Cupcakes, die dann essen. Hm? Die hängen hier überall. Ah. Was ist das denn? Ist das, what's that? Den nimmst du mit aufs Zimmer. Ja, ja. Ach, guck mal, und jetzt haben die im Bad, so Seifen oder was das ist, in Penisform hängen. Eigentlich gerechtfertigt, dass auch überall Vulven vorzufinden sind bei Princess Charming. Und ja, natürlich schade, dass man nicht an die Männer gedacht hat, die keinen Penis haben. Aber wir sind immer noch bei RTL, Leute, ne? Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Grenzlich oder geht's? Ich bin ein wenig eitel. Ich glaube, das sieht man vielleicht. Boah, also ich muss sagen, also wenn wir jetzt nur rein oberflächlich die ganze Sache beurteilen, muss ich sagen, dieser Mann sieht unfassbar gut aus, finde ich. Fast schon unverschämt. Mein Name ist Sriraman Srirangarnathan. Aber mich nennt jeder nur Srira oder Sri. Ich bin stolz darauf, Tamile zu sein und den Leuten auch zu zeigen, so hey, zeigt euch und lasst euch da nicht von irgendjemand einreden. Passt nicht zur Kultur, liebt einfach, wen ihr möchtet. Das ist die einzige Person of Color, ne, im ganzen Cast. Da gab es übrigens auch sehr viel Kritik. Und ja, got it so. Es ist einfach schade, dass ein Fernsehformat, das einfach eine gewisse Verantwortung auch hat, das nicht schafft zu repräsentieren. Weil natürlich kann man sagen, es gab irgendwie keine und so, aber das ist Quatsch. Das ist halt einfach basically Quatsch. Da hat man sich einfach nur nicht genug Mühe gegeben, da irgendwie eine gewisse Repräsentation reinzukriegen. Ne? Also es ist schon schade, dass es halt wieder einmal nicht wirklich repräsentativ ist. Und ja, wir haben eine mehrgewichtige Person, eine Person of Color. Natürlich gibt es dann wieder die Leute, die sagen, ja, das muss denn alles politisch korrekt sein. Naja, nee, muss es nicht. Aber es wäre irgendwie schön, wenn wir die Welt so ein bisschen inklusiver gestalten würden. Und naja, wir können aber einfach auch bei unseren alten Standards bleiben und dann ändert sich halt nie was. Aber gut, die meisten sind ja dann auch nicht betroffen, ne? Ich hatte bisher noch nie einen Freund oder irgendeine Beziehung. Keine Ahnung, dass das nicht funktioniert. Eigentlich bin ich ganz nett. Das glaube ich. Der kommt voll sympathisch rüber. Ich bin Phil, ich bin 25 Jahre alt. Der Phil. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, würde ich sagen. Ich nähe für mich Klamotten, weil ich finde die Männermode immer so langweilig. Also ich trage halt auch Röcke und Kleider. Lieben wir. Für mich eine Erweiterung von meinem Fashion-Sense. Ich meine, früher durften Frauen keine Hosen tragen. Jetzt tun wir es, das ist komplett normal. Wenn jetzt ein Mann mit Rock durch die Welt geht, dann irritiert das die Menschen. Zumindest, wenn man nicht in Schottland ist. Und das ist eigentlich kompletter Quatsch, weil es einfach nur ein Kleidungsstück ist. Und Kleidungsstücke kennen kein Gender. Ich bin schon so eine flirty Person auf jeden Fall. Wenn ich jemanden mag, dann merkt der das auch. Sympathisch! Ich mag den. Ich bin Markus, 27, komme aus München. Den stellen die auch wieder wild vor hier mit der Mucke. Ich spiele, seitdem ich glaube, 12 bin, spiele ich Golf. Und bin Sommelier, ein Weinexperte. Geil, der ist einfach Weinverkoster. Was, also macht er das hauptberuflich? Ich genieße unglaublich gern. Also was ich gar nicht leiden kann, wenn Menschen ihr Weinglas oben am Kelch anfassen. Es geht auch gar nicht klar, ne? Also ich komme aus einer Weingegend und ich finde das auch vollkommen daneben. Kulturbanausen seid ihr. Und ja, einfach so Säufer. Entschuldigung, Säufer. Auf so kleine Machos, das ist auf jeden Fall mein Ding. Gerne auch ein bisschen wilder. Der sieht irgendwie gefährlich aus, finde ich. Der muss mich mal greifen und muss mir auch sagen, Baby, ich hab Bock auf dich. Und das aber auch überzeugend. Ich finde, er ist eine super interessante Persönlichkeit für so ein Dating-Format. Du bist Philipp. Ja. Cool. Freut mich. Ich habe gehört, du kennst dich voll gut mit... Wir raten gerade unsere... Also, hä, was wollt ihr von mir? Er ist massivst überfordert. Kannst voll verstehen. Sternzeichen, ne? Was glaubst du, was er für ein Sternzeichen? Ich kann das nicht sagen. Warum? Aszendent trifft auf, die Planeten treffen auf. Ja klar, du kannst ja alles nur mir raten. Ach, das ist der Astromann jetzt. Du hast für mich was sehr Luftiges und was sehr aus der Emotion raus. Ich liebe es, wenn Gespräche auf Partys in diese Richtung gehen und der Astro-Talk kommt. Ich hatte mal einen Hyperfokus auf Astrologie und habe dann wirklich alles gelernt, was es irgendwie gefühlt zu lernen gibt. Also ich bin jetzt nicht die super krasseste Expertin, aber ich weiß schon
ein paar Sachen. So wie die Planetenkonstellationen sind und was da und hier und bla. Und ich glaube da nicht zu 100% dran, aber ich finde es trotzdem spannend. Und ich liebe es trotzdem, wenn das dann auf Partys hochkommt und man sich dann darüber unterhält, weil es ist der Icebreaker. Ich schwöre es euch, Leute, es ist der Icebreaker. Ich bin der Philipp, komme aus St. Vith. Es ist eine kleine Stadt an der belgischen Grenze. Er hat auch so einen leicht französischen Akzent, ha? Ich gebe sehr viel Yoga-Unterricht, Meditation, astrologische Psychologie. Was ist denn astrologische Psychologie? Dass du Leuten ihr Bewusstsein erweitern mit Körper, Geist und Seele. Das ist also so eine Spiri-Maus. Okay, bin gespannt, wie der Prinz das findet. Wichtig war mir erstmal, dass ich die Selbstliebe finde. Ich habe mich selber geheiratet in der 8-Zeremonie. In was für einer Zeremonie? In der 8-Zeremonie? Carrie Bradshaw hat sich auch schon mal selbst geheiratet in Sex and the City. Ich habe gesagt, Universum, ich bin offen. Ich hätte gerne eine Partnerschaft, um ja, meine eigene Einheit mit der anderen Einheit so ein bisschen zu verbinden. Und wenn eine Energie und die andere Energie sind, powerful. Ja, solange er nicht glaubt, dass man Lipidem mit irgendwelchen Energiesachen heilen kann, bin ich fein mit allem. Ich bin Leon und komme aus der Nähe von Rostock. Hi. Ich komme von einem Dorf, das, glaube ich, 80 Einwohner hat. Dementsprechend ist das schon sehr heteronormativ. I can imagine. Ich bin Single seit 1999. Ich habe noch nie einen Freund gehabt. Ja, der ist ja auch erst 22. Ich verspreche mir von Prince Charming, das erste Mal so richtig schwules Dating auch so mitzuerleben. Ich weiß nicht, ob diese Erwartungen erfüllt werden, weil das ja jetzt kein normales Dating ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich kann mir das super vorstellen, in so einer Dreierbeziehung auf Leger mit so zwei gut aussehenden Typen zusammenzuleben und dann immer so auf Feiern zu gehen. Das Trio, weißt du, die drei Grazien. Ménage à trois. Also er ist offen für Poli, oder ist Poli? Es gibt eine Show. Ich habe voll schöne Brust, Leute. Ist euch das aufgefallen? Ja, voll. Ja. Ja, das ist das, worüber ich schon die ganze Zeit nachdenke, auf alle Fälle. I'm so sorry. Hi. Also er ist auf alle Fälle für die Show da. Basti ist auf jeden Fall attraktiv. Das ist ein sehr attraktiver Mensch. Und ja, der Rest ist halt Durchschnitt, ne? Sorry, I'm just honest. Okay. Unter uns Bitches. Habt ihr schon Favoriten? Überhaupt irgendjemanden, den ihr ganz nett findet? Oder das Gegenteil? So war es auch. Fangen wir mit den Negativen an. Ich weiß gar nicht, ob ich mitmachen werde, Leute. Doch, willst du. Ich weiß, also für mich wäre halt kein Fall wer Johnny so. Ganz wer war Johnny nochmal? Der mit der Flagge heute. So. Der ist ja raus. Also vom Sorry. Nein, aber. Ich hoffe, ist er gelaufen dann mit seiner Flagge. Mit dem Gedanken, dass er das dann jetzt auch sehen wird, finde ich es schon heavy. Also, pff, ich weiß nicht, ne? Sympathisch ist anders. Man will ja auch nicht unbedingt die ganze Zeit lästern, wobei das ja auch der spaßigste Anteil am Ganzen letztendlich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das der spaßigste Anteil dabei ist. Und wissenschaftlich ist Lästern ein Mittel tatsächlich zur Bildung von sozialen Gruppen. Also müssen wir das, rein wissenschaftlich müssen wir das noch ein bisschen weiter nachverfolgen, sind wir mal ehrlich. Es ist zum Beispiel auch so, dass Menschen, die als Frau sozialisiert werden in der Gesellschaft, vor allem lästern, weil sie da das Gefühl haben, endlich ihre wahre Meinung mal sagen zu dürfen. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass es als schwuler Mann auch so ist. Aber es gibt ja auch einen Unterschied zwischen ich lästere über was, was mich wirklich stört, als einfach optisch über jemanden herzuziehen. Also bitte einmal alle aufs Podest gehen und wir kriegen die erste Info. Oh mein Moment, Gott. Ich komme, Mensch. Schnell. Ich komme. Okay, die Kandidaten kriegen jetzt einen kleinen Vorgeschmack. Alle still sein. Hallo, ich bin Fabian, 32 Jahre alt, aus Berlin. Ist der nackig? Ich bin im Management eines weltweiten Technologieunternehmens. Okay, Mann. Ich reise gerne, habe schon über 30 Länder auf 6 Kontinenten bereist und vielleicht bist du bei meiner nächsten Reise dabei. Okay. Diese Dorette sah halt gut aus, sah halt trainiert aus, also auf jeden Fall was zum Ansehen. Also die Optik kommt schon mal gut an bei den Kandidaten.
Ich habe auf TikTok mehr als 30.000 Follower und dort mache ich so kleine Videos über die Gay-Community und ich versuche einfach so ein bisschen die Klischees auszuspielen. Schön, freuen wir uns. Ich habe sehr Respekt vor den ersten paar Minuten, wenn ich wirklich vor allen Kandidaten stehe und Hallo sage. Es geht wieder los. Ach geil, so ein Käfer. Auch die Farbe grün. Ich bin total bereit, mich zu verlieben. Mein Herz ist offen für die Männer und es kann wirklich nur losgehen. In der Zwischenzeit machen sich natürlich die Männer in der Villa fertig. Boah, bist du rot. Ich weiß, krass, ne? Ich sah aus wie Mr. Krabs in person, aber ich habe ein paar Make-up-Skills, das passt ja ganz gut. Oh, wow! Leute, vergesst nicht, euch einzucremen. Auch im Winter am Gesicht. Ich bin der Nico, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin wohnhaft in Berlin. Ach, da kommt noch einer. Freunde würden mich als Freizeittherapeuten beschreiben. Ja, meine mich auch. Ich habe schon gemerkt, dass ich vom anderen Ufer bin, als ich angefangen habe, irgendwelche Filmchen im Internet zu schauen. Ich habe mich mit 19 geoutet. Das war für mich einfach früher keine Option. Irgendwie bin ich nicht in einem homophoben Umfeld aufgewachsen, aber es war schon so, dass das Gegenteil auch nicht super supported wurde. Ja, ist ja oft so, wenn man keine Vorbilder hat oder auch vom Dorf oder so kommt und da ist einfach die Repräsentanz nicht so hoch, ist das auf alle Fälle immer ein bisschen schwieriger. Ich freue mich total darauf, so einen Fuß in die queere Community zu bekommen und wenn es klappt natürlich, das wäre mein Hauptziel, ja, die Liebe zu finden. Ach, guck mal, der ist doch irgendwie auch cute. Ich sag immer, mehr ist mehr. Ich auch. Ich denke mir jedes Mal so, Leute, warum soll ich normal aussehen, wenn ich flawless aussehen kann? Danke. Die Sonne. Also die beiden Leute, ich sehe die als Duo. Ich möchte, dass die ein Duo werden. Friendship-Duo. Ich feiere die beide sehr. Denn jetzt kommt er endlich. Also diesmal haben die sich wirklich Zeit gelassen, bis der Prinz in die Villa kommt. Das Auto gehört zu den meistgebauten der Welt. Gut gebaut und dabei einzigartig ist dieser Mann. Wer zur Hölle schreibt diese Texte? Oh, der sieht gut aus. Ja. Oh, das sieht doch eigentlich alle ganz zufrieden aus, ne? Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hey. Wie ist die Stimmung? Gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin leicht sprachlos. Ich muss mal diesen Moment genießen gerade. Wow. Ach, krass. Der ist schon ganz nice, muss ich sagen. So viele tolle Männer vor mir. Ich bin Fabian, vielleicht mal ein paar Charaktereigenschaften zu mir. Ich bin sehr abenteuerlustig, habe immer sehr viel Humor, gerne was zum Lachen und ich bin sehr neugierig. Mm. Und neugierig bin ich vor allem auf euch, auf die nächsten Tage, was passiert. Ihr dürft mich faszinieren, ihr dürft mich verzaubern, ihr dürft mich vielleicht auch verführen. Ich wünsche uns allen spannende Dates. Ich wünsche uns allen auch tiefgründige Gespräche und vielleicht auch heiße Küsse. Oh. Also auch eine schöne Zeit zusammen. So, und jetzt geht's los, Leute. Schön, dass du endlich da bist. Hi. Freut mich sehr. Johnny. Wow. Super, ja. Dennis. Hi, ich bin Fabian. Freut mich, Dennis. Ich führe dich an die Bar. Oh, sehr nett. Vielen Dank. Wir werden erstmal Hallo sagen. Hi, Alex. Haben wir alle, sorry, wusste ich nicht. Das ist schon rude den anderen gegenüber, wenn man noch nicht mal sich fertig begrüßen lässt. Angenehm. Ich muss schon sagen, das ist auch einfach meine Grundeinstellung, so sich direkt auf jemanden zu stürzen, mit den Krallen ausgefahren, so. Nicht mal alle hatten sich vorgestellt. Ist schon ein bisschen peinlich. Dich habe ich schon begrüßt. Alles klar. Durchschnapp ich mir, gehen wir auf die, an die Bar. Oh, wie unangenehm. Ich finde es mir so unangenehm. Ich hab's nicht gemacht. Das geht gar nicht, finde ich. Aber ich finde, es ist auch ein wenig die Aufgabe dann vom Prinz zu sagen, sorry, ich will die jetzt erstmal begrüßen und dann können wir das machen. Wow, ja. So schnell geht's. So schnell ging's noch nie. Wir können einfach hingehen. Habt ihr gut gegessen? Ein bisschen. Ein bisschen. Was gab's denn? Fleisch. Ja? Hat jemand gegrillt, oder? Wir, klar. Ja. Wir haben das alles hergerichtet für dich. Oh, super. Ich einmal rum. Darf ich einmal mit euch anstoßen? Natürlich. Ja. Und hier ist es halt super unangenehm, weil er schon wieder sagt, komm, ich führe dich jetzt rum. Und der Prinz aber hier auch schon so sagt, nee, ich will jetzt erstmal anstoßen. Also ich glaube, das könnte auch für ihn jetzt nach hinten losgegangen sein.
Cheers. 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 Auf eine schöne Zeit zusammen. Auf, ja, auf jeden Fall. Auf eine tolle Zeit. Ich finde, das ist auch so eine Sache von Anstand. Also mich, wenn ich der Prinz wäre, wäre mir das negativ aufgefallen. Ich würde mir gerne mal kurz die Villa zeigen lassen. Ja, klar. Ich bin mega gespannt. Ich dachte, vielleicht einmal schnapp ich, hatte jemand schon die Initiative ergriffen. Ja. Unangenehm. Ja. Ob. Ja, es kreiert halt direkt so eine seltsame Dynamik und löst halt so einen ungesunden Konkurrenzkampf aus, was einfach auch aufgrund des Formatkonzepts so passiert. Ob das bei dem einen oder anderen negativ ankommt, I'm sorry, aber jeder hat seine Chance. Und jeder hatte auch die Chance, das erste Getränk zu vergeben. Na, hoffentlich hat er seine Chance mit seiner unhöflichen Art nicht in den Sand gesetzt, ne? Ich habe meine Chance genutzt und so bin ich aber auch im Leben. Keiner von uns hat aufgeräumt. Habe ich schon gedacht. Schauen wir mal, was da so, was wir da unten so finden. Was war denn jetzt so lustig? Okay, ihr seid mit einigen Koffern hier, ja, das ist gut. Ich bin mit vier hier, ja. Echt vier? Wie hast du das denn gekriegt? Ich bin Vielflieger, ich habe Vielflieger-Status und dadurch kann ich ein bisschen cheaten. Sympathisch. Auch nicht schlecht. Ja, uns geht's hier sehr gut. Ja, man bleibt im Leben, ne? Oh Gott, ist das unangenehm, Leute. Auf jeden Fall, ja. Sehr cool. Ich finde, man darf sich auch nicht, wenn mal irgendwas nicht rund läuft, dann muss man einfach weitermachen, ja, was man Lust hat, auf jeden Fall. Ja. Für einen toxischen Pinterest-Spruch hauen wir als nächstes raus. Alles passiert aus einem Grund, vielleicht noch ein Angebot. Von Mr. Ich bin ein Piranha. Also sorry, ich find's peinlich. Das gehört sich nicht, finde ich. Ja, also ich muss sagen, man hätte es ein bisschen charmanter lösen können vielleicht. Ein bisschen abwarten. Er hätte es nicht mal gecheckt und das nervt mich. Ja, der Moment, so dieses ein paar Minuten mehr länger. Also entweder hat er voll das Pokerface oder er denkt halt nicht so viel drüber nach. Nee, ich glaube, es ist doch diese Unsicherheit einfach. Es ist die Unsicherheit auch einfach. Also ich bin gespannt, wie es sich noch entwickelt. Also ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden hier keine Friends. Fabian. Ich habe dir was mitgebracht, aber es ist kein richtiges Geschenk. Ich finde so fremden Leuten was schenken voll schwierig. Okay. Deswegen ist es mehr so eine Message oder eine Botschaft. Ich dachte, es ist für dich bestimmt auch sehr aufregend. Aha. Deswegen bekommst du von mir die. Und ganz egal, mit wem du die am Ende pflanzt oder so, irgendwann wirst du die irgendwo auf Erde. Die werden wachsen und du erinnerst dich zurück an eine coole Zeit für dich hoffentlich. Genau. Und ich wünsche dir einfach viel Glück und dass du, egal an wen du dein Herz am Ende verschenkst, dass es für dich gut ausgeht. Sehr süß. Mal rumwerfen. Dankeschön. Ja, das ist eine aufmerksame Sache. Durchdacht. Ich glaube, ich habe genug Samen für meine Reise mitgebracht. Hat der nicht gesagt. Hast du Lust, dass wir dir unsere Etage zeigen? Ja, gerne. Jungs, sorry. Okay, kein Ding. Ich bin anscheinend heute ein viel gefragter Mann. Ja. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ja, setzt euch doch gerne irgendwie ein bisschen bequem machen. Und wie fühlst du dich? Er macht die Hanna. Er macht die Hanna einfach jetzt so. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich super wohl. Wie fühlt ihr euch denn heute so? Ich hoffe wohl. Du musst mir auch mal deinen Namen verraten. Alex. Alex, okay. Ja. Aus Duisburg komme ich. Aus Duisburg? Ja. Okay. Und? Aber relativ ländlich. Also. Du bist ein Traummann. Genau, ja, absolut. Ach, und du kommst dem schon sehr nah, muss ich ja, sagen. Ja, okay. Erzähl mal, was suchst du so? Wichtig ist mir Humor, ein schönes Lächeln. Sehr schön. Das bringst du auf jeden Fall mit. Einfach jemand, der so eine gewisse Leichtigkeit versprüht und ein bisschen Ruhe. Und das muss ich sagen, das bringst du schon alles. Okay, also kann ich schon mal punkten. Auf jeden Fall. Bisher. Tippitoppi. Bei Alexander habe ich ein bisschen abgecheckt, auf was er steht und habe mich gefreut, dass ich da die Attribute dann auch getroffen habe. Ich fand Alexander sehr sympathisch, sehr offen. Kann ich und mit was punktest du? Ich glaube, ich bin ein relativ lustiger und angenehmer Zeitgenosse. Ja. Hast also eine schöne Ausstrahlung. Also so Dankeschön. Kann ich nur zurückgeben. Ja, den findet er gut. Den findet er gut, Leute. Findet er Fabian einfach zu scharf? Naja, vor allem hat er zu scharf gegessen. Als wir da auf der Hängematte gesessen sind, habe ich bemerkt, er ist ja neben mir gesessen, und ich habe bemerkt, also sie hat ja so viel Zwiebeln in dem Essen, ich habe bemerkt, ich habe ein bisschen, ich muss mal furzen, aber ich habe das so anspannen, weil ich kann ja nicht furzen, die Hängematte hätte ja vibriert und das hätten alle gehört, aber das war wirklich der Struggle. Allein deswegen finde ich ihn jetzt sympathisch. Ich bin überhaupt gar kein großer Fan von aufdringlichen ersten Schrittwagungen, sag ich mal. Also ich bin halt so ein Typ, weniger ist mehr. Ich habe auf den Moment gewartet und ich setze dann auf kurze Zeit, die aber auch
im Gedächtnis bleiben. Ja. Du, Fabi, ich habe was für dich. Ja, wow. Vorweg, ich bin ein spirituell interessierter Mensch. Nein, ich bin nicht crazy. aber ich habe da so ein kleines Hübschlöchchen. Ach, jetzt sehe ich das erst. Du hast gar nichts drunter. Ist ja. Das ist ja aufregend. das ist ein Herzchakrastein. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich jetzt direkt konzentrieren kann. Yeah, yeah. Sorry, ich muss auf den Stein gucken. Okay. Der symbolisiert so ein bisschen, also das heißt ein bisschen, also das symbolisiert die Liebe, Hoffnung, ein bisschen das Glück. Für dich als Wegweiser, dass du mir ja nicht vom Weg abkommst. Wow. Ja. Das ist ja süß. Total goldig. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich dachte, dass das das perfekteste Geschenk ist, um deinen Eindruck beim Prinzen zu hinterlassen. Und ich meine, besser ging's ja nicht. Herzform, es ist the game of love und sowas. Also es ist schon ganz geil gewesen. Sag doch, also ich habe ein gutes Bauchgefühl. Da hat er sich, glaube ich, von der letzten Staffel inspirieren lassen. Da war doch so ein Herzstreit am Ende, der dann übergeben wurde. Packst du in die Unterhose, immer dabei. Immer, come on. Wirklich immer. Ja, cool. Ja, nee. Ja, sweet, vielen Dank. Gerne doch, du. Sehr gerne, süß. Gerne. Also ich denke, ich kann mit meiner Person und meinem Aussehen... Das Aussehen ist so wichtig, ne? Also mit meinem Selbstüberzeugen, man muss ihm jetzt nicht unbedingt was mitgeben, so, weil das kommt halt ein bisschen so, als ob man nicht mehr zu bieten hat als das kleine Geschenk. Wenn der Prinz jetzt die Love Language Gifts hätte, wäre das ein Volltreffer. Ich habe nicht den Eindruck, dass es so ist, aber... Wenn ja, weiß man ja vorher nicht. Das ist schon ganz spannend und prickelnd. Ja. Wir werden wieder runterdüsen. Ja, danke, dass du die Zeit mit uns genommen hast. Okay, aber du warst jetzt sehr präsent, von dir habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Von mir noch gar nichts gehört? Ich muss schon sagen, ich bin ein wenig schüchtern und aufgeregt. So. Ja? Ja, also ich, aber musst du nicht sein. Ich fand es sehr süß, wie er so ausgestreckt auf dem Bett lag und mich angeguckt hat. Ich war mir nicht sicher, weil er so schüchtern war und nichts gesagt hat, wie hoch sein Interesse ist. Aber ich glaube, es war einfach nur Schüchternheit. Ja, ich glaube auch, dass der auf alle Fälle sehr unsicher ist. Du sagst, da hat jemand Geschmack. Dankeschön. Man sieht auf jeden Fall, dass du Sport machst. Ich nicht. Da kannst du mir auf jeden Fall was beibringen. Ja, kann ich dir gerne was beibringen. Mein Sport ist immer Essen, sage ich. Ich liebe es zu essen. Ich liebe es aber auch zu essen. Das ist schon mal gut. Dann können wir essen. Wir können Essen und Sport machen. Das ist so, ich mache es meistens in Balance. Und dazwischen wird gekocht, ja. Kannst du. Boah, wie ihn das triggert, ne, mit dem Essen. Den Prinz triggert das. Ich schwör's euch mit dem Essen. Er war so in Balance. Das ist richtig krass, weil er diese Vergangenheit hat. Und ich glaube, diese Fettfeindlichkeit ist so krass internalized. Warum? Du kannst bestimmt kochen. Ich kann kochen, ja. Eingestellt. Was kochst du am liebsten? Also... Was kann ich bei dir zu Hause essen? Kannst du bei mir zu Hause tatsächlich gesunde Sachen essen? Nehme ich. Gemüse liebe ich, muss ich wirklich sagen. Fisch aber auch. Ich liebe so allgemein asiatisches Essen. Ich esse alles. Also ich bin da nicht irgendwie schwierig. Ich sage immer, ich bin pflegeleicht. Ich glaube, er hat immer nur über alle Aufmerksamkeit aufs Essen geregt. Ist halt ein Foodie. Finde ich jetzt nicht schlimm. Oh, also Sport macht er keinen, aber Essen tut er gern. Und Essen tut er gern. There's a huge problem behind it, I guess. Joel hat mir tatsächlich ein bisschen leid getan. Ich habe ihn auch versucht, ins Gespräch zu integrieren, aber ich glaube, er hat es nicht ganz geschafft, weil Johnny so viel Aufmerksamkeit angenommen hat. Ja, ich wollte auch jetzt nicht irgendwo zwischengrätschen. Wir lieben Essen, haben wir festgestellt. Ich liebe Essen auch, aber ich wohne auch dort. Also. Ja. Diese Überleitung. Ja, okay. Wir hatten ein sehr inniges Gespräch, war auch. Unter 4 bis 6 Augen. Joel war noch ein wenig dabei, hat noch ein bisschen mitgequatscht, viel auch zugehört. Und wenn es so weiterläuft, fände ich es super. Oh Mann, der Arme weiß nicht, was im Interview gesagt wurde. Aber ich finde ihn sympathisch. Ich bin mir ein bisschen unsicher gerade. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen überrumpelt am Anfang. Mhm. Das Ding ist aber, ich bin so vom Charakter, weißt du? Ich brauche halt immer so 120%. Aber das ist cool. Immer so on pressure. Es ist schwierig gerade. Also wir müssen warten und ich muss mich unterordnen. Und das fällt mir gerade echt super schwer, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich wieder. Ja, das wird ja auch besser von Folge zu Folge. Tim hat jetzt keinen Furz mehr quersitzen. Das Gespräch kann also wieder aufgenommen werden. Wenn du so an deinen Traummann denkst, wie willst du den beschreiben? Vertrauen finde ich wichtig, aber auch Kommunikation. Vielleicht sehr leicht zu kommunizieren. Ich glaube, bei mir geht es ja ein bisschen einen Moment. Aber wenn ich mich dann öffne, weiß ich, dass ich dann wirklich alles geben kann. Mhm. Und bei dir so? Was? Ich habe sehr viel Energie, also jemand, der auch mit einem guten Energielevel klarkommt, das wäre ganz schön. Du hast viel Energie? Ja, ich habe viel Energie. Okay, ja. Wow. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass der Prinz den richtig gut findet und die matchen auch vom Outfit her, Leute. Just same. Im ersten Gespräch hat es schon also gefunkt und ich denke, wir haben schon sehr viele Dinge, die eine Basis sein könnten für weitere Gespräche, Dates, was auch immer.
Aber ich muss sagen, ja, ich freue mich, dass ich mit dir reden konnte, weil ich war vorhin war so, okay, in der Gruppe ist so ein bisschen schwierig zu Wort zu kommen, aber... Wir wissen, was wirklich los war. Ja, toll, dass du mich da noch mitgenommen hast. Ja, sehr gerne, Tim. Danke dir. Alles klar, tatsächlich stark mein Jagdinstinkt geweckt. Ich habe so ein bisschen einen Eroberungstrieb in mir und dann hat er auf jeden Fall entfacht. Kommen wir nun schon zur Entscheidung, Leute, zur allerersten. Und eine Person muss heute gehen. Bitte. Es hat leider nicht gefunkt. Ich kann dir keine Krawatte geben. Alles klar. Danke. Alles Gute für dich. Tschüss, viel Spaß euch. Alle anderen dürfen da bleiben. Und ich bin sehr gespannt, was nächste Woche passiert. Ihr könnt ja gerne mal euren Favoriten in die Kommentare schreiben. Nach der ersten Folge würde ich persönlich, glaube ich, Nico und Alexander sagen. Aber das kann sich auch alles noch verändern. Wir gucken mal, wie es nächste Woche weitergeht. Das ist wie so eine große, schwule Klassenfahrt. Ich fühle so ein bisschen Kribbeln im Körper. Oh, ich bin auf jeden Fall in Flirtlaune. Schöne Augen hast du. Hat schon ein bisschen was in mir entfacht. Es gehen halt alle gerade auf ihn los, alle. Oh, Fabi. War erstmal sprachlos. Er macht sich keine Freunde mit so einem Verhalten. Er ist a fucking door, bitch. Schock des Lebens. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben auch da lasst. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.